Das Sat.1 Comedy Quiz mit Ingolf Lück, Markus Maria Profittlich und Mirko Nonchef. Als Gäste heute Lars Nieder-Eichholz und Anne Werner, bekannt als Comedy-Duo Mundstuhl. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Lück. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat.1. Bei uns bekommen Sie die witzigsten Antworten auf die brennendsten Fragen unserer Zeit. Zum Beispiel, wurden jetzt auch Schwarzkonten der DDR entdeckt? Oder wie kommt eigentlich der Sat.1-Ball oben in die Ecke? Und wie geht Jörg Haider auf Wählerfang? Diese und andere Fragen, meine Damen und Herren, werden heute wieder beantwortet von unserem Wiener Sängerknaben Markus Maria Profittlich. Und er teilt sich seine Lockern heute mit der haarigen Hälfte des Comedy-Duos Mundstuhl, Lars Nieder-Eichholz. Und die beiden treten an gegen den lebendigen Kaiserschmarrn, Mirko Nonchef. Und an seiner Seite natürlich die polierte Hälfte von Mundstuhl, Andi Werner. Meine Damen und Herren, die ganze Welt ist enttäuscht von Österreich. Grund? Arnold Schwarzeneggers miserabler letzter Film. Gott sei Dank aber gibt es einen Mann, der das ramponierte Image der kleinen Alpenrepublik wieder ins rechte Licht drücken will. Jörg Haider, der Haider-Jörg oder auch HJ, wie ihn seine Freunde liebevoll nennen. Nur die Grünen, die zweifeln an der Politik des FPÖ-Chefs, ist ja auch klar, denn der letzte Österreicher mit viel Macht hat das ganze Land mit Autobahnen zugepflastert. Ja, der letzte Österreicher, der die Welt ans Bein gepisst hat, war doch Kommissar Rex, oder? Ich finde das auch ganz falsch von der EU, ja. Was die EU da gerade macht, statt Haider zu isolieren, sollten alle europäischen Staaten ihm die Ehrenbürgerschaft geben. Dann wäre er der ausländischste Bürger Österreich und müsste sich selbst rausschmeißen. Ne? Aber die Österreicher haben es ja auch schwer. Allein die Sprache, das hört sich genauso an wie nach einem Scrabble, nicht? Der Rest, der übrig bleibt. Ja, aber trotzdem so. Ja, ich auch. Ja, aber trotzdem ist und bleibt ja Österreich Urlaubsland Nummer 1. Mhm. Und zwar nicht, weil man so gerne hinfährt, sondern weil man so gerne wieder heimfährt. Das ist absolut richtig. Und allerdings haben die Touristikunternehmen bereits reagiert und bieten strapazierfähige Freizeitkleidung für die Österreich-Urlauber an. Hier sehen wir einen Originalausschnitt. Ja! Jörg Haider, meine Damen und Herren, jedenfalls war in der letzten Woche im deutschen Fernsehen zu sehen, allerdings nicht, wie zu erwarten war, in der Sendung Höllische Nachbarn. Nein, bei Erich Böhme in seiner Sendung Talk in Berlin. Was Böhme während des spektakulären Interviews wirklich dachte, das erfahren wir nun von Markus und Lars. Was denkt Erich Böhme auf unserem ersten Foto der Woche? Ha? Dann sehen wir's. Dem fehlt ein kleines Bärtchen. Ja. Oh, habt ihr gehört? Das war der politische Lacher. Ja? Ein Hildebrand. Ein echter Hildebrand. Da ist ein Abitur. Ja, das sind Studien. Ich gehe das lockerer an. Ich würde sagen, der denkt, wo muss ich da drücken, um abzuschalten? Ganz genau mal gucken. Das soll Haider sein, der sieht aus wie einer von Siegfried und Roy. Ja. Ja. Ich denn, wenn er dran zieht, lasse ich einen fahren. Ja, wieder. Natürlich enttäuscht und sagt sich, hey, das ist ja wohl das beschissenste Blind Date, das ich jemals hatte. Schöne Schlagzeilen lieferte uns diese Woche Michael Schumacher. Stolz präsentierte der Kärntner seinen neuen Ferrari. Schumi ist mit seinen Konstrukteuren ja sehr zufrieden, denn die Techniker wissen, dass Schumi ein Rätselfreund ist und haben auch dieses Mal wieder im Fahrzeug 10 Fehler versteckt. Was der Fastweltmeister. Oh, ja.
die Sendung für den Rätselfreund. Was der Fastweltmeister auf unserem zweiten Foto der Woche denkt, das erzählen uns jetzt Mirko und Ande. Was denkt Michael Schumacher? Was wird er nur denken? Hä? Auf dem Weg hierher habe ich schon zwei Finnen platt gefahren. Ist mir wirklich viel. Da ist es. Der denkt, was ist das? Ha? Corinna macht die Beine breit. Seid ihr sagt, so viele meiner Kinder sind von Heinz-Harald Frenzen. Das Beste zum Schluss, er sagt nämlich, hier Bocelli, wie viele Finger sind das? Ich lasse mir in dieser Sendung nicht den besten blinden Tenor der Welt kaputt machen, ja? Das gehört sich nicht. Findet ihr auch, oder? Ja. Das gehört sich nicht, deswegen. Ein Punkt nur für euch und vier Punkte für euch in dieser ersten Runde. Das ist super! Politische Bewusstsein, die politische Aussage hat in diesem Fall gesiegt, meine Damen und Herren. Endlich, und viele haben darauf gewartet, endlich ist es soweit. Voll witzig, meine Damen und Herren, hat Fanpost bekommen. Und zwar, ja, schreiben uns Sarah Tokaraki und Julia Gerlach. Sie schreiben uns und in diesem Brief, meine Damen und Herren, beschweren sie sich darüber, dass bei Vollwitzig die Punkte nicht gerecht verteilt werden. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich ja? auch nicht. Ich Wir auch haben nicht. Ein Gedicht geschrieben, meine Damen und Herren. Ingolf Lück verdient kein Glück. Das Wetter ist schwül. Er gehört in die Klapsmühle. Du verteilst die Punkte ungerecht. Du bist ein alter Unglücksknecht. Jetzt ist es genug. Du verdienst Punktabzug. Und hier schreiben sie noch weiter, so doof wie du bist, ist keine Kuh. Mirko Nonchef tut uns leid, weil du die Punkte hast ungerecht verteilt. Bravo! Bravo, das ist bravo. Bravo, Sarah. Ja, liebe Sarah, liebe Julia, neben ungefähr 25 bis 29 Rechtschreibfehlern hier, selbst nach der neuen Rechtschreibreform, würde ich sagen, gibt es für diesen Brief einen Punktabzug wegen schlechten Reimens. Aber da ihr nun leider nicht hier seid, um diesen Punktabzug selber in Empfang zu nehmen, wird Mirko das sicherlich gerne für euch tun. Ja, gerne, gerne. Dankeschön, Julia und Sarah. Also, dankeschön. Wo wohnt ihr denn eigentlich? Ein Punktabzug für das Team von Mirko Nonchef, meine Damen und Herren. Und damit haben wir einen Punktestand von 0 Punkten für euch und 4 Punkten für euch. Da kann ich nicht klatschen. Nein. Aber meine Damen, es ist ja noch alles drin und in unserem beliebten Pappnasenspiel oder Pappenheimer-Nasenspiel sollt ihr nun wieder zwei prominente Köpfe der Woche erraten. Markus und Lars, setzt bitte eure blickdichten Spezialbrillen auf. Und ihr habt jetzt... Der braucht nur ausziehen, hat reicht. Ja. Ihr habt jetzt 45 Sekunden Witze Zeit, über Behinderte machen. Welches prominente Paar sich hinter diesen Masken verbirgt. Das ist das, die Maske für dich, Lars. Und dieses, Marco, ist für dich. Ja? 45 Sekunden Zeit zu erraten, wer ihr seid. Die anderen müssen wahrheitsgemäß antworten. Und hier ist euer erster Hinweis. Er hat sie immer mit anderen Männern beobachtet. Ab jetzt. Sind wir Schauspieler? Jo. Ja. Sind wir Mann und Frau? Ja. Er hat sie, okay. Wer war das? Verheiratet? Sind verheiratet? Ja. Wir sind verheiratet. Nein. Bin ich Dolly Buster? Nein. Aber so ähnlich. Komödie, Drama? Oder zurzeit ist es ein relatives Drama. Ja. Und hier euer zweiter Hinweis. Gleich zu Anfang gab's bei euch Stonk. Stonk ist ein Hinweis. Oh, Stonk ist aber ein Hinweis. Götz George einer? Nein. Vielleicht der Lauterbach? Nein. Du, geh alle durch, dann kommst du drauf. Klugscheißer da. Das ist so ein... Aus! Es sind Veronika Ferres und Helmut Dietl. Das weiß doch jeder Mensch. Bravo. Natürlich. In allen
Zeitungen in dieser Woche, meine Damen und Herren. Das Traumpaar der deutschen Society hat sich getrennt. Ferris ist gegangen, weil Dieter immer Regieanweisungen gab, wie man den Orgasmus richtig vorspielt. Also leider von euch nicht der Rat, nicht gut aufgepasst. Aber Mirk und Andi, jetzt könnt ihr wieder Köpfchen zeigen. Denn auch ihr habt jetzt 45 Sekunden Zeit zu erraten, wer ihr seid. Habt ihr eure Brillen aufgesetzt? Yep. Ja. Und hier kommen eure Prominenten der Woche. 45 Sekunden. Die Zeit läuft. Und hier ist euer erster Hinweis. Jedes Baby kann euren Namen aufsprechen. Ach, hier. Die Teletubbies. Nein. Nein. Gut, also. Sind wir Mann und Frau? Ja. Ja, ja. Du ja, schon. Ja. Du schon und Mirko auch. Ja. Na, was denn jetzt? Ja, beides. Beides sind Männer und Frauen. So, ja. Ach, sind wir dran? Hier ist euer zweiter Hinweis. Napoleons Misserfolg hat euch zu Erfolg verholfen. Aber. Ja! Ich hab das erste nicht erfolgt, Ihr seid Agneta, Björn, Benny und Annafried. Kurz, aber, meine Damen und Herren, aber haben vor wenigen Tagen ein Angebot von 2 Milliarden Mark abgelehnt, wieder auf Tournee zu gehen. Wahrscheinlich hat ihnen spontan jemand 3 Milliarden geboten, damit sie nie wieder singen. Wir kommen zur Punkteverteilung. Leider hat euch Dietl und Ferris kein Glück erwartet, also keinen Punkt für euch. Aber erraten, eigentlich müsste ich euch jetzt ja 4 Punkte geben. Ja, weil, ja und ich gebe euch 4 Punkte. Ja! In unserem Bilderrätsel gilt es nun wieder, 3 Bilder so geschickt zu interpretieren, dass am Ende eine aktuelle Schlagzeile dabei herauskommt. Markus und Lars, wir machen den Anfang mit euch. Wir sehen Prinz Charles, einen Clown und einen Mann, der in wenigen Augenblicken einen leckeren Hummer verspeisen wird. Wie könnte die Schlagzeile zu diesen Bildern lauten? Engländer klont Hummer. Das ist aber einfach gemacht. Ja, ja. 3 Bilder, 3 Worte ist doch scheiße. ich mach das wieder mal an. Die langweiligste Karnevalssitzung ist in Essen. Oder? Ja, tut mir leid. Ist okay. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Ich meine, unter dieser Clownsmaske kann ja eigentlich die Ehe. Theoretisch jeder sein, ja, also, Charles hat Camilla gedeckt. Ja, schöne Antworten. Tolle Antwort. Doch die richtige Meldung zu diesen Bildern, meine Damen und Herren, lautet, das ist der Prinz, ja, der ist, Ernst, ja, das ist der August, also Prinz Ernst August. Das ist ein Gericht, lautet diese Meldung also, Prinz Ernst August vor Gericht. Ja, das ist die Originalmeldung. Und wir machen direkt weiter mit eurem Bilderrätsel. Und wir sehen Niki Lauda, vor allem seiner Flugzeuge, eine Auster und einige wichtige europäische Politiker. Die Meldung der Woche, wie könnte sie lauten? Achtung. Abgebrannt. Teure Spezialitäten waren der Gipfel. Flugzeugabstürze ins Meer und keiner tut was. Wenn Politiker lecker essen, hören sie meist nur mit halbem Ohr zu. Yes! Er hat ja nur! Ja, kann er ja nichts tun. Niki Laudas Perle beim Gangbang.
Was ist das denn? Was ist Gang? Was ist denn Gangbang? Zu deiner Zeit hat man wahrscheinlich Gruppensex gesagt dazu. Aha! Ja, also gut, das ist moderne Jugendsprache. Schon. Das ist natürlich wunderbar, meine Damen und Herren, weil dies ist eine Sendung für die Jugend. Ich würde sagen, moderne Jugendsprache, dem alten gewieft, den Spiegel vorgesetzt, das gibt natürlich Punktvorteil. Deswegen würde ich sagen, in dieser Runde 3 Punkte für die junge Mannschaft und 2 Punkte für die alte. 3-2. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, so ist das hier bei Voll Witzig. Voll Witzig, Ode, was geht mit dir? Alde. Ich hab ein krasses Witz drauf. Hier, Dragan. Alde. Was geht? Was hast du für ein Witz? Ich hab ein krasses Witz drauf. Erzähl mir den. Ich schwöre dir, der ist so krass korrekt, der Witz. Du lässt ihn in dein konkret Fäustchen rein. Hast du nicht mehr alle Tassen in dein Kopf, oder was geht? Ein krasses Witz. Erzähl mir. Der geht so. Geht ein konkreter Hase in ein Apotheke rein. Siehst du, wie viel Scheiße ein trägt? Kleiner Hase, stell dir den einmal vor. Ein Hase, ein kleiner Hase geht in ein Apotheke. Der geht rein in ein Apotheke, wie krass der drauf ist. Verstehst du? Und der, was geht noch du weiter. Der geht noch weiter. Und da sagt der zu den Apotheken direkt in die Fräse rein, weißt du? Konkret, Alter. Sagt der zu Apotheken, hast du ein konkreten Morgen? Eine konkrete Morgen. Konkret, der fragt die Apotheke, hast du eine Morgen? Ja, Alter, hast eine du nicht mehr alle Tassen in deinem Kopf drin? Morgen, Morgen, labe mich nicht voll, Alter. Eine Morgen, ich habe einen anderen Whisky, deine kleine Hase in einer Apotheke gesagt, hast du einen konkreten Abend oder was geht mit dir? Eine Morgen, Dragan. Morgen, Morgen. Eine konkrete Morgen. Was siehst du mir? Eine konkrete Karotte. Konkrete Morgen, Alter. Konkrete Morgen. Morsche, meine Damen und Herren, ist ein gutes Stichwort, denn Morsche ist konkret Valentinstag. Ja? Der Tag, an dem die Blumen sprechen. Die meistgehörten Sätze sind deshalb: Pass auf, wo du hintrittst, du Arsch, oder lass meinen Stiel los, du Ferkel. Welche Blumen man seinen Liebsten am morschischen Tag schenken kann, das erfahren wir nun in unserem. Ja, das ist nochmal. Ach, Pantomime spielt. Markus ist als erster dran. Und Markus hat jetzt 15 Sekunden Zeit, ganz unverblümt darzustellen, was man am Valentinstag so schön schenken kann. Das, meine Damen und Herren, was Sie jetzt unten eingeblendet sehen können, das kann Lars natürlich nicht sehen. Lars muss erraten, was Markus uns darstellt. Blumen zum Valentinstag. Oder wie man anders mal sagt, zum Tag des deutschen Blumenhandels. Hier ist unser erstes. Kleines Blümlein, 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Das Stiefmütterchen wäre es gewesen. Fantastisch dargestellt, oder? Das war doch wirklich großartig. Markus, großartige pantomimische Darstellung, leider nicht erraten. Und hier kommt unser zweiter Begriff für dich, Markus. 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Oh. Welche Blume ist das? Was kannst du das ist sein? Eine, ich habe keine Ahnung, welche Blume putzt denn? Tischler. Das fleißige Lieschen! Oh nein! Bravo! Ja. Lars, zweimal nicht erraten, aber jetzt würde ich sagen, ja gar nichts drauf. Jetzt kommt die Blume des Jahres. Das kann ich jetzt schon sagen. Und das solltest du auf jeden Fall erraten. 15 Sekunden Zeit. Ab jetzt! Sonnenblume, nein! Kreuzblume. Die absolute Blume des Jahres. Blume, Knallerbse. Was ist das? Ja! Vielen Dank an unsere
ist Maria Profittlich. Sehen Sie gleich im zweiten Teil unseres Pantomimespiels die blühende Fantasie von Mirko Nonchef. Wir sind schneller wieder da, als Sie das Wort Chrysantheme buchstabieren können. Also, bleiben Sie dran. Comedy Quiz in Sat 1 mit mir im Studio, Markus Maria Profittlich und Lars Dieter Eichholz. Und Mirko Nonchef und Andi Werner. Im ersten Teil unseres Pantomimespiels, wo es sich um Blumengeschenke zum Valentinstag drehte, da hat Lars Dieter Eichholz, der, wie man in Hessen sagt, Dabbisch, den Knallerbsenstrau erraten, also einen Punkt. Und meine Damen und Herren, Mirko kann es kaum erwarten, beim Pantomimespiel mitzumachen. Mirko, jetzt bist du dran. Es geht um Blumengeschenke zum Valentinstag. Und hier ist dein erstes 15 Sekunden lang pantomimisch darzustellender Begriff. Bitteschön. Ei! Back. Was für ein Blume ist das? Was für ein Strauch? Ein Blümchen? Gänseblümchen! Ja! Mach weiter! Und hier ist die zweite Blume! Zum Valentinstag. Heckel. Mauer, ja. Schlümchen. Ja. Ja! Zwei der Rat nach knapp 10 Sekunden. Und eine dritte Blume, die gerne verschenkt wird am Valentinstag. 15 Sekunden Zeit für unseren Hobbygärtner Mirko Nonchef. Vergiss mal nicht. Nee. Hillermann. Nein. Eine Blume. Ja, ein Blümchen. Himmelblümchen. Bissnelke. Bissnelke. Ja, du, aber wir haben ja zwei Punkte gemacht. Ja. Das ist sehr Dankeschön, gut. Mirko Nonchef. Das bedeutet, nach dieser Runde, 2 Punkte für euch, 2 für euch und 1 Punkt für euch. Das heißt, ihr Lieben, wir haben einen Endstand von 7 Punkten für Lars und Markus. Na, und hallo. 9 Punkten damit Sieger Mirko Nonchef. Das war's mal wieder bei Verwitzig, meine Damen und Herren. Wir sehen uns in einer Woche wieder dann mit den fantastischen Gästen Andrea Kiewel und Jörg Pilawa. Bis dahin, denken Sie daran, die ganze Wahrheit, die erfahren Sie nur bei uns. Danke, tschüss, bis dann. Ja.